Seid gegrüßt, meine Lieben. Heute will ich mal ein Club-Event fahren. Und zwar die Rallye Monte. Man sieht es hier, es endet in 2 Tagen, 20 Stunden. Ihr wisst, ich bin kein Asphalt-Spezi, aber ich werde mein Bestes geben. Ja, lasst uns mal hier reinstarten. Ich muss mich hier noch anschneiden. Fahrzeug auswählen. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier den Ford Focus. Ja, Ford Focus aus 2008. Geile Karre. So. Dann schauen wir mal rein. Oh, als allererstes Event-Details, Event-Übersicht. Und da sieht man schon, jeder zweite Etappe hat keinen Service. Es gibt keine Nachtetappe, ist schon mal gut. Hier haben wir eine lange, die läuft dann ohne Service, die nächste nochmal fahren. Dann gibt es einen mittleren Service und nochmal einen mittleren Service. Also, wir dürfen nicht so viel kaputt fahren. Und, was wir auch schon sehen, einmal ist nass. So, also Fahrzeugaufbereitung, Reparaturen gibt es nichts. Tuning ist nicht erlaubt, na, das ist schlecht. Ich fahre halt immer ein bisschen mehr hecklastig, dass er quer geht. Geht hier nicht, Pech gehabt, man kann nicht alles haben. Was mit den Reifen? Regenreifen sind montiert, ist auch empfohlen. Ja, das macht Sinn. Dann fahren wir mal einen Shakedown. Um ein bisschen uns einzugrooven. Hier muss man eigentlich die Startampel gar nicht abwarten. Da geht um nichts. 4, 3, 2, 1. Und Feuer frei. Am besten hier nicht schon die Karre in den Arsch fahren. Hier brauchen wir keine Handbremse. 4. Okay. Gut, lasst uns starten. Es wird ja nicht besser. Ach, jetzt hätten wir die Karre vielleicht noch reparieren müssen und sind irgendwo gegengefahren. Was soll da sein? Ja. Drückt mal die Daumen. Wetter ist schön, was soll hier schon schief gehen? Nicht schneiden, langsam 50.
gerutscht. Schon die Bremse viel zu früh. Sind wir erstmal durch. Und uns wohin geknallt. Ja. Schauen wir mal. Bestzeit 7 Sekunden schneller. Geil. Naja, mal gucken. Fern ja vielleicht noch welche bis morgen. Aber ist schon mal nicht schlecht. Kann man ein bisschen Tempo rausnehmen für die nächste Etappe. Im Dunkeln, doch nicht so cool. Na egal. Start 4 rechts, 5 links, 4 Glück. Ich dachte, es ist keine Nachtetappe. Ich bin enttäuscht. 5, 4, 3, 2, 1, 4 rechts und 5 links. 30, 4 rechts. 30, 3 links, 4 links. Ich glaube, da sind wir gelegen, helfen drauf. Ja. Thank you.
Boah, knapp. 6 links. Ja, ich hoffe, er passt. Boah, daran denken, hier sind noch Regenreifen drauf. Hier. Ein bisschen Tempo raus. Fahren. Muss man mal trinken. Oh, Bestzeit. Bestzeit. Wieder 7 Sekunden. Eigentlich bin ich kein Asphalt-Spezi. So. Dann schauen wir mal. Fahrzeugaufbereitung, Reparaturen. Naja, ein bisschen hat er gelitten. Die Karosserie. Kann man hier, ist gar nicht verfügbar. Gut. Das lassen wir so. Und bestätigen. Ah, prinzipiell erstmal okay. So, dann müssen wir mal gucken. Event Details. Jetzt kommt nur noch trocknet Wetter. Wobei man hier aufpassen muss, das geht ja in Höhenlagen. Was haben wir denn überhaupt? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier kein Eis und Schnee noch bekommen. So, Fahrzeugaufbereitung, Reifen. Asphalt weich empfohlen. Ja, dann nehmen wir den doch. Obwohl es sind 2 Etappen. Ein verbleibender Satz, das wäre dann der letzte. Und es sind 18 und 8 Kilometer, 26, 27 Kilometer. Ja komm, scheiß drauf. Go! Start leicht rechts, 40. Ah, jetzt wird es eine lange Etappe, glaube ich. Rechts 40, 150, 260, 350.
Links, 80, 2 rechts,
Boah. Ziemlich anstrengend. Hat man halt die Konzentration zwischendurch nicht verliert. Ist der Hupo mal ein Ziel? Ich will den Typen überfahren. Und? Oh, 4 Sekunden langsamer. Ja, ist okay. Wir hatten 7 sind 14, bleiben noch 10 übrig. Schauen wir mal. Nächste Etappe. Wir trinken mal einen Schluck. Das war jetzt echt Konzentration pur, echt anstrengend. So, wo sind wir hier? Schönes Wetter, alle trocken, ready und go. 5, 4, 3, 2, 1. Hier sind wir doch schon gewesen. Das war die Dreierkurve, ich brauche das Moment. Mir. Ah, wieder so ein scheiß Ding. Wir wollen auch, glaube ich, schon gegen die Ditch. Na, sag mal. Ein bisschen Tempo rausnehmen, würde ich sagen. Wenn die Handbremse nicht tunt, hat die viel zu viel, ist die viel zu lasch. Kommt man um keine Ecke rum. War nicht gut. Sechs rechts und vier links.
gespielt. Ziemlich im Glück auf der Etappe. Ah, schon wieder gegen. Sag mal, jetzt sind wir mit der Reifen hier. Ja, die Reifen sind hin. Hätte man vielleicht Medium nehmen sollen. Die Reifen sind total über. Scheiße, die Etappe, die war echt kacke. Die Reifen sind komplett hinüber, merkt man, die schmieren. Ein paar Mal angeditscht, die Karre hat gelitten. Aber nirgendwo richtig eingeschlagen. Auch schon mal gut. Diese engen winkligen Kurven sind echt nicht meins. Na, Kollege, angehalten. Trotzdem Bestzeit. Cool. 9 Sekunden, naja, das sind dann schlappe 20 Sekunden Vorsprung. Kann man mal ein bisschen Tempo rausnehmen, ne? Boah. Aber jetzt haben wir einen Service-Glubik. Jetzt können wir erstmal neue Reifen aufziehen und die Karre reparieren. Das war ja ganz schön hardcore. Fahrzeugaufbereitung, Reparaturen. Au, das sieht nicht gut aus. Ah, gar nicht gut. So, was haben wir denn hier? Getriebe ist ja, Lenkung ist immer ganz entscheidend. Wir machen erstmal nur wenig von dem ganzen Quatsch. Karosserie interessiert uns nicht. Ah, ist die Bremse hinüber, ist 100 Meoni. Getriebe kann man schon nicht mehr. Kann man irgendwas anderes besser machen? Kühler ist immer ziemlich wichtig. Turboaufladung 8 Minuten ist schon zu viel. Naja, dann lassen wir den Quatsch so, wa? Karosserie erstmal kaputt und Getriebe hoch. Leichter Schaden, ja komm. Ja, so machen wir das.
Honnauer. Am besten irgendwo gegendütschen. So, Event-Details. Zwei Etappen müssen wir noch. 16 Kilometer, echt jetzt? Oh, ist das belastend. Und nochmal 8. Na gut. Hilft ja alles nicht. Ich nehme mal einen Schluck aus der Wasserpulle hier. Dann ziehen wir das hier in eben Rutsch durch den Quatsch. Ja. Ach so, haben wir Reifen? Empfohlen Medium, na natürlich empfohlen Medium, der andere war ja auch scheiße. So. Start gleich links, 120. Ja, Start gleich links. 120, na gut. 60. So, als es am Schnee liegt, aber das sind nur die Blütenblätter. Bankbewegung im Wagen. Schwankt da hinten. Thank you.
da kann man ruhig umholzen. Oh, nicht Quatsch mehr fahren. Oh, der will hinten immer ausbrechen. Liegt nicht mehr gut. Wollen sie langsamer machen. Nicht mehr gut, wir müssen ein bisschen langsamer machen hier. So langsam die Konzentration nachlässt. Lief nicht gut. Boah. Aua, schon ein bisschen kritisch an ein paar Stellen. Nicht den Typ hier umfahren. Boah. Ich glaube, ich brauche mal eine Augenpause langsam. Eine müssen wir noch. Okay. Oh, 23 Sekunden Vorsprung. Wir können ja auf der letzten schleichen. Machen wir aber nicht. Wirklich hier schlicht. Oh, Wasser ist alle. Na gut, dann muss ohne weitergehen.
Karre ist eigentlich noch fit. Was soll da passieren? Oh, Schürze hängt vorne ein bisschen runter. Passiert schon mal. Das ist nur Kunststoff. Startgleis links, 120. Viel Glück. Boah. Da wäre ja schon wieder hier. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, das war anders, oder? Nee, doch nicht. Scheißecke hier. 60. Halt mal nicht mehr voll drin, würde ich sagen. Knappe Kiste. Ja, ihr merkt schon, meine Konzentration lässt nach und nach. Ruhig, Brauner, ruhig. Das war eben knapp, wenn da ein Zaun gestanden hätte. Hat er aber nicht. Nicht gut erwarten. Lieber ein bisschen langsamer. Vorhin schon zu weit raus. Naja. Boah, bin ich durch. Boah, Zeit war okay, glaube ich. So, halt nochmal an hier bei ihm. Boah. Jo, Bestzeit. 14 Sekunden schneller, einer wunderbar. Satter Vorsprung, da ist wohl was schief gegangen auf den ganzen Etappen.
Ja, soll es schon mal gewesen sein. Geile Rallye gewesen. Asphalt nicht mein Ding, trotzdem gut. Also bisher liege ich in Führung und wenn da nicht noch einer kommt, der schneller ist, bleibt es doch so. Logischerweise. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns.